Da hast du ja so einen Operationstisch hier. Ne? Ja. Okay. Ja. So, was nehmen wir dafür? Nehmen wir den hier. Herbert, erzähl noch mal ein bisschen, wie alt ist der Vogel? Der Flieger habe ich 2001 gebaut. Der besteht... Da warst du ein junger Mann. Ja, er war schon ein junger Mann, da hast du recht. Der besteht hier aus Debron und ist mit Papier bespannt. Komplett mit Papier bespannt. Ich glaube, ich habe es damals noch mit verdünntem Weißlein geklebt. Mit den Acrylfarben bin ich erst später drauf gekommen. Und ja, das Fahrwerk habe ich jetzt nachgebaut. Der stand also rum. Jetzt seit vielen Jahren. Und hier sind zwei einfache Motoren, Glockenankermotoren von Tower Pro, die ich noch hatte drin. Die funktionieren eigentlich ganz gut damit. Und jetzt mache ich mal den Akku dran. Aber wenn man diese Farbsprenkel hier so sieht... Ja, das ist eine besondere Mode gewesen damals, nämlich... Ich muss es auch umbiegen. Das nennt sich Sommersprossen. Ach. Ja. Ich verbinde die Tragflächen immer noch mit Gummis, weil ich mal günstig 1000 Gummis gekauft habe und die müssen verbraucht werden. Ja, wie viel hast du jetzt da dran? 500 oder? Ja, fast. Ja, das muss ja halten. Ne? Ja, genau. Bei so einer schweren Maschine da mit den ganzen Sommersprossen drauf. Und den zwei Motoren. Hast du auch Kunstunterricht in der Schule gehabt, Herbert? Ja, natürlich. Wir haben und also, ich meine, den Flächen nach zu urteilen, musst du ja eine Granate gewesen sein. Ja. Im Kunstunterricht. Wir haben ein Schneidgerät extra dafür. Das ist schon seit Jahren nicht mehr benutzt worden, weil wir das nicht mehr benötigen heutzutage. Aber das ist ein Vollmaterialflügel, der an der dicksten Stelle, also am Druckpunkt quasi, ein 4 mm Balsabrett drin hatten. Das habe ich dann mit Beißlau zusammengeklebt und als das richtig trocken war, hält das genauso gut wie Kohlefaser. Die Piste lassen hier. Ich habe hier eine Platte bei Holz eingebaut, gut verklebt. Und das Fahrwerk hatte ich aus der Fundgrube genommen hier. Und wie man sieht, funktioniert es. Die beiden Regler hier, die habe ich in den Wind gelegt. Logischerweise ist nur einer angeschlossen an die Beck. Ne? Da kannst du das Datum nochmal lesen, wann er das erste Mal geflogen ist. Er war auch damals viel schwerer. Es ist eine kleine Fluggesellschaft, die muss sich noch mit Reklame über dem Wasser halten. Voll Styroporflügel. Mit einem heißen Draht geschnitten. Und zur Stabilisierung ein 4 mm Brett senkrecht an den dicksten Punkt eingeklebt. Der Rest ist aus der Schrottkiste. Ja, der Akku sitzt ganz hier vorne. Den muss ich also da einsetzen. Mein Bushmaster 2, so habe ich ihn getauft. Also. Die Idee stammt übrigens von Flight Test. Dort hat jemand den Islander auch mit dem Zweibeinfahrwerk konstruiert. Und als Reminiszenz an meine Heimat habe ich ihm eine Fluggesellschaft gegeben, die auf dem Maifeld ansässig sein könnte.
Maifeld Air Service.